Ich bin Simeon Nink, ich bin 15 und ich spiele seit dieser Saison zu lange noch Eishockey. Mein grösster Traum ist es, mal in der NHL der beste Liga der Welt zu spielen. Ich habe unseren drei Gielen gelernt Hockeyeln. Viel sind wir am Samstag Nachmittag auf KWD zu Bern gegangen. Und dort hat auf dem Eishockeyfeld nebenan die Eishockeyschule stattgefunden. Und irgendwann haben die Trainer gesagt, Gielen, kommen doch auch mal probieren. Einmal hat ein Trainer gesagt, du, Bernhard, der Mittler da, das wäre noch etwas, der hat Talent. Da ist der Zeitpunkt gekommen, wo er vor uns hergestanden ist und gesagt, Mama, Daddy, entweder spiele ich Eishockey oder sonst nichts. Wir haben Simeon schon früh gesagt, Simeon, wenn du Eishockey spielen willst, dann musst du selbstständig sein. Später hat er die Rollerblades genommen und ist dort bei Regen und Schnee und auch schönem Wetter mit den Rollerblades unterwegs gewesen. Und manchmal hat er sogar den Anhänger gebraucht am Velo, für die Eishockey-Tasche und die Stöcke drauf zu tun. Als wir am Schluss gefragt haben, Simeon, wie hat es dir gefallen im Trainingslager? Dann hat er gesagt, ja, ich hatte schon ein bisschen Heimweh gehabt, aber ich wollte einfach auf die Eis wollen. Am Simeon ist speziell, er hat einen extrem starken Willen. Ich glaube an Simeon, weil er jeden Tag hat für das gekämpft, was er mal werden will.